Hallo, liebe Rollenspielfreunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Mass Effect Andromeda. Ja, und wir befinden uns an Bord der Tempest, nachdem wir in der letzten Folge ja noch auf Haval unterwegs waren. Und ich habe mir auch schon überlegt, was wir als nächstes tun werden. Zunächst aber muss ich noch ein paar Dinge loswerden. Zum einen wird diese Folge leider nicht blind werden, denn mir sind einige Folgen verloren gegangen und diesmal war es meine eigene Schuld. Ja, lässt sich nicht ändern. Die letzte Folge bereits war nicht mehr die ursprüngliche Elgato-Aufnahme, sondern war die Aufnahme von der PlayStation. Ich habe aber keine weiteren Aufnahmen von der PlayStation, so dass ich ja das Ganze hier eben nochmal spielen muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Da wollte ich gar nicht drauf. Ich wollte auf die Galaxiekarte zugreifen. Wir befinden uns bereits im Cephessa-System. Ich habe dieses System auch schon gescannt. Also die ganzen Planeten drumherum. Und wir werden Liams Loyalitätsmission machen. Und müssen dazu in dieses Trümmerfeld. Und das machen wir jetzt mal. Ich war übrigens in der Aufnahmepause nicht untätig. Ich habe ein bisschen gecraftet. Ich habe unseren Charakter umgeskillt. Also ich habe einen Respec gemacht. Aber dazu erzähle ich gleich noch später noch mehr. So. Trümmer. Liams Plünderer Trümmerfeld. Mehrere unregelmäßige Flugbahnen legen nahe, dass das Feld durch wiederholten Abwurf von Müll entstanden ist und nicht durch ein einziges explosives Ereignis. Signalstörungen und planetare Hintergrundstrahlung verhindern präzise Scans. Es ist durchaus möglich, dass eines oder mehrere Schiffe hier unentdeckt bleiben konnten. Okay, dann mal los. Auf ins Trümmerfeld. So, zunächst müssen wir uns aber erstmal ausrüsten. Und hier zeige ich euch auch gleich noch ein paar Neuerungen. Ich habe den kroganischen Hammer eingepackt. Den habe ich, glaube ich, aus irgendeiner Kiste von den Apex-Missionen. Und wir haben ein neues Sturmgewehr N7 Valkyrie 5. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon das stärkste ist oder ob es dann noch später noch weitere Stufen geben wird. Ich habe jedenfalls im Forschen-Menü alle Punkte eigentlich erforscht für diese Waffe. Ja, und habt ihr dann eben neu gebaut. Ansonsten alles beim alten. N7 Eagle und das Black Widow. Wir haben eine neue Panzerung. Pathfinder 5. Ja, bietet uns halt noch ein bisschen mehr Schutz und so weiter und so fort. Und sieht noch ein bisschen gediegener aus. Ich habe eingepackt Brandmunition und den Cobra Raketenwerfer. Und wir nehmen mit. Liam natürlich, den müssen wir mitnehmen. Und Scholm, ja, da weiß ich jetzt nicht. Komm, wir nehmen Cora mit. Oder? Oder wir nehmen Cora mit. Ja, und das bestätigen wir so mal. Okay, wir können gehen. Irgendwohin. Das ist meine Sache. Ich kümmere mich darum. Irgendein Zeichen von den Piraten, die meinen Kontakt verschleppt haben? Wir haben zu viel Hintergrundstrahlung. Da draußen kann sich alles Mögliche verstecken. Der Orbit ist voller Trümmer. Das passt. Es sollen Plünderer sein. Ich hatte gehofft, Bradley oder welche von unseren Kolonisten würden nachkommen. Mitkommen. Okay. Mir ist nicht ganz klar, was Bradley damit zu tun hat. Das habe ich, weiß nicht, ob ich das verpasst habe. Einfach, keine Ahnung. Also, es war ja im Grunde genommen so, dass Liam mit Verand irgendwelche Geschäfte gemacht hat und er hat ihr Positionsdaten der Nexus gegeben. Diese ja quasi Entführung, was da jetzt passiert ist, hat damit gar nichts zu tun eigentlich. Hier geht es eigentlich nur darum, größeren Schaden zu vermeiden, indem Verand diese Positionsdaten preisgibt. Sie zu fragen, ich bin dabei. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wie lautet der Plan? Irgendwo da draußen gibt es ein Schiff voller Piraten. Sie haben vielleicht unsere Spezifikation. Dank Ihnen. Richtig. Ja, dank mir. Also können wir nicht frontal angreifen. Also würde ich auf Ihre Plünderernase spekulieren. Mit den Trümmern. Ich erkläre es in der Luftschleuse. Wir haben genug Zeit vergeudet. Ich sage, wir ziehen los, erschießen Piraten und retten Leute. Wir kriegen das hin. Und da Liam das Ganze verbockt hat, kriege ich da jetzt auf jeden Fall erstmal einen kleinen, wir werden ihn mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wir haben lediglich eine Chance. Und ich werde das Beste daraus machen. Sie werden sehen.
Wenn wir es richtig anstellen, bringen sie uns genau dahin, wo wir hinwollen. Ich habe einen Plan. Ja, ob der Plan mir gefallen wird? Liam ist mir so ein bisschen zu sehr ich-bezogen, muss ich sagen. Mir gefällt dieser Plan nicht, Liam. Was ist schlecht daran, sich in zurückgelassener Fracht zu verstecken, um mitgenommen zu werden? Gut, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Die aber auch nicht. Trojanisches Pferd, ganz einfach. Die Griechen mussten sich keine Sorgen darum machen, ob es in Troja Luft gibt. Es gibt Luft. Oh, das ist nicht gut. Liam, Sie sprachen von Piraten. Das ist ein Kettschiff. Ein großes. Ups. Kleine Planänderung vielleicht? Okay, den Frachtraum nach Gegnern durchsuchen. Wir gehen erstmal in Deckung. Okay, es ist ein Kettschiff, aber die plündern doch sonst nicht. Alarm, Liam. Das ändert nichts daran, warum wir hier sind. Verrant finden und abhauen. Irgendwie. Alarm, Liam. Ich weiß, ich weiß. Ja, unser Scott ist ein bisschen sauer. Verständlich. Bewegung! Die Fracht ist eure Bezahlung. Sam, das ist... die Sprache der Angara, Pathfinder. Ja, wir haben es eben auch schon gesehen. Das da ist ein Angara. Das ist kein Leck. Das sind deine Drecksensoren. Wir haben es also nicht mit Cat zu tun, sondern mit Angara, Piraten. Und wir fragen gar nicht erst lange. Meldung an Kellis, wir haben blinde Passagiere! Wir haben blinde Passagiere! Okay. Diese Schiffe definitiv nicht von Cat gesteuert. Gucken wir mal, ob ich hier hochkomme. Ausschalten! Okay, hier sind mehrere Feinde. Nicht gut. Ey, bleib mal stehen, du Arschloch! Ich wollte doch mal den Hammer ausprobieren. Ey! Gar nicht gut. Jawohl, schön gehämmert. Geil. Der Hammer ist genial. Ja gut, dann hämmern wir den auch noch. War's das? Ich glaube, das war's vorerst. Oder? Nee, da unten. Wo? Ich hab vergessen, wie man den Angriff macht. Das sind, wie waren das nochmal? Achso, alles klar, okay. Statusbericht! Was ist da unten los? Klingt, als könnten wir ein paar Antworten kriegen. Ja, wäre praktisch. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit dem Sound wird. Wir haben, es ist zwar schon abends, es ist 21 Uhr gerade, aber wir haben immer noch 31 Grad draußen. Ich habe jetzt alle Fenster offen, denn bei mir in der Bude ist es noch wärmer. Ich habe tatsächlich 32 Grad, denn ich wohne im Dachgeschoss. Ist zwar nur zweiter Stock, aber Dachgeschoss und hier ist es verdammt warm. Und jetzt weht hier so ein kleines Lüftchen durch, aber es kommt natürlich auch Statusbericht. Hintergrundgeräusche durch. Gab's ja das eigentlich was zu scannen? Oh ja. Wir scannen mal. Also ich lese das jetzt nicht mehr großartig vor, was wir hier scannen. Denn wir wissen wohl alle, was Türen sind. Hier haben wir einen Cat-Adaptivbeschleuniger. Eine Cat-Winde. Also wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr ja pausieren und euch das kurz durchlesen, was da steht. Statusbericht. Ich glaube, da ist noch was. Und hier ist eine Tür. Mit einem Behälter. Ja, also es kann sein, dass hier irgendwelche... ein verborgener Schatz. Irgendwelche Hintergrundgeräusche vielleicht dann und wann mal durchkommen. Ich wohne hier an der Hauptstraße, zwar nach hinten raus, aber die Hauswände sind hier... teilweise, also die reflektieren teilweise Frachtraum. Den Krach von der Straße, das ist eine Hauptstraße, wo auch eine Bahn fährt.
Zum letzten Mal meldet euch. Wenn ihr die Buchttore wieder demoliert habt, mach ich euch fertig. Alles unter Kontrolle, nur eine simple Waffenfehlfunktion. Und bei Ihnen? Was soll das? Schalt auf die Buchtkameras. Na, dann wird's raus! Blinde Passagiere, dieses Schiff ist Eigentum des Tail and Wing. Und jetzt sind auch Sie unser Eigentum, genau wie der Rest. Und von meinem Eigentum lasse ich... Das führt zu nichts. Was jetzt? Erschießen wir die Piraten und retten ihren Kontakt? Ah, sie ist hier. Irgendwo. Ob sie das Ding geborgen haben? Sie sind keine Cat. Sam, hast du uns? Nicht die exakte Position, Pathfinder. Trümmer und Strahlung stören die Scans. Toll, was jetzt? Wir müssen Varan finden. Hier lang. Nicht hier lang. Okay, da lang. Okay, es kommen wieder Feinde, glaube ich. Ja, und wenn jetzt gerade... Kämpfen wir uns bis zu der Tür, durch die sie reinkamen. Sind wir sicher, dass die Gefangenen dort sind? Irgendwo müssen sie sein. Ich glaube, ich habe von diesem Kellert und seinem Wing schon gehört. Soll ein kleiner Fisch sein. Das Schiff sagt was anderes. Ein Zufallsfund? Schwere Gegner voraus. Ja, ach, die machen doch gar nichts. Als wir gerade mit dem Typen da gequatscht haben. Hätte eigentlich nur gefehlt, dass Scott auf die, auf das Com-Interface geschossen hätte. Dann wäre die Star Wars-Referenz perfekt gewesen. Nee, ich wollte das einsammeln. Das war zu weit. Das ist Ausrüstung von Varans Außenposten. Wir wissen nicht mal, ob sie noch lebt. Halten Sie den Mund. Lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Noch mehr Gegner. Wo? Oh. Da unten. Oh. Okay, ich kenne euch alle. Noch irgendwo einer. Das war die falsche Taste. Jawohl. Läuft. Das muss es sein. Zu der Tür. Also den Hammer mag ich, muss ich sagen. Okay, wir gucken uns nochmal kurz um. Sicherheitshalber. Da unten waren wir, ne? Da unten waren wir, genau. Wir müssen zu dieser Tür. Aber da ist auch noch eine Tür. Und ich glaube, unten ist auch noch eine Tür aufgegangen. Wo die ganzen Gegner eben rauskamen. Ist hier irgendwas? Da ist ein Behälter. Nehmen wir mit. Da ist noch zu scannen. Lastkransteuerung. Und genau, hier unten ist auch noch eine Tür aufgegangen. Ich glaube, gegenüber auch. Habe ich das mitgenommen eben? Ja. Nee, habe ich nicht. So. Ich bin ein bisschen durcheinander, glaube ich. So, ich glaube, gegenüber oder da? Nee, irgendwo müsste noch eine Tür sein, meine ich. Da. Wo ist sie doch? Hier waren wir schon. Okay, dann wieder hoch. Zu dieser Tür. Die Tür ist verschlossen. Können Sie sie an der Konsole öffnen? Ich frag mich, warum man das nicht selber macht. Hat sonst nichts zu tun. Na los, wir müssen Varan finden. Wir wissen noch nicht mal den Weg. Das muss doch mal klappen. So läuft das, wenn man aus den richtigen Gründen ein Risiko eingeht. Bleib mal locker.
Spinnt verbeult, der Rektor wird sauer sein. Das hier ist kein Witz. Ich habe uns blindlings hier reingeführt. Wir haben keine Orientierung und von nichts eine Ahnung. Und jetzt bekämpfen wir so ein Arschloch, das alle versklaven will, als ginge die ganze Andromeda-Scheiße von vorne los. Die Bucht ist verriegen. Es geht hier nicht um die Initiative. Wir sind hier, um zu helfen. Und wieso verteidige ich eigentlich Ihren Plan? Keine Ahnung. Ich lasse mich nicht ignorieren. Sag ich doch. Ein Arschloch. Das reicht. Lasst sie raus. Aber Kellet, wir... Niemand ignoriert mich. Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Der Typ hat offenbar ein Autoritätsproblem. Ah, shit. Ich hasse diesen Plan, Liam. Ganz ehrlich, ich auch. Ach, echt? An die Zugangspunkte, los! Brauchen Sie Hilfe? Augie, das nenne ich Timing! Yay, Augie ist da! Wir wären früher gekommen, wussten aber nicht, wie wir helfen könnten. Siedler sind keine Soldaten. Aber ein Schiffswrack mit mieser Abschirmung? Techniker haben wir, Junge. Oh, ein Spannungsstoß. Diese Bestie mag keine Störungen. Station, alles dreht sich! Liam, Pathfinder, alles okay? Naja, geht so. Scheiße. Das Schiff nach Gefangenen durchsuchen? Ja, uns geht's gut. Wir standen nur kurz auf der Kippe. Jemand muss im Maschinenraum die Gravitation reparieren. Mach ich's eben selbst. Okay, da drüben wohin? Anscheinend haben wir Ihren Mann verärgert. Kümmern Sie sich um den Kampf, Liam. Finden Sie Verant. Wir halten das Schiff stabil. Ja, verdammt! So, wir sammeln natürlich noch ein bisschen ein hier. Wir haben die Karte verloren. Sam? Es ist schwierig, hier ein Prädiktionsmodell zu erstellen. Wände sind keine Böden. Ich fühle mit dir. Okay, ja, also nicht das Schiff hat sich gedreht, sondern die Gravitation hat sich einfach verändert, sodass wir jetzt quasi seitlich sind. Wohin? Klettern Sie darauf. Die Drehung hat uns einen neuen Ausgang verschafft. Ja, ja. Wir haben ja richtig Glück, Liam. Ja, Scott ist sauer, was ich gut verstehen kann. Allerdings, ganz ehrlich, diese Mission... Also wenn jetzt, sagen wir mal, Liam Verant diese Daten nicht gegeben hätte... Da! Genauso seitwärts gekippt wie wir. Also kein Vorteil. Wachsam bleiben. Scheiße. Läuft ja gar nicht gerade. Jetzt aber. Zwei sind da noch. Das war nichts. Wir treffen ihn nicht. Kann aber auch sein, dass sie dahinter sind. Ja, ihr seht, wir können durch Wände gucken mit dem Sniper. Das ist ein Skill beim Snipergewehr. Ne, ich wollte das einsammeln. Einsammeln bitte. Also ich habe das Sniper komplett aufgelevelt. Und da gibt es halt einen Skill, dass man halt durch Wände sehen kann. Unter anderem. Ich dachte, das sei eine kleinere Gruppe von Piraten. Mit so einem Schiff kriegst du Rekruten ohne Ende. Ja, so klein sind sie nicht. Ich will Gravitation. Idiot. Kämpfen Sie mit ihm darum. Meldung. Cat-Basis mit angaranischem Flickwerk. 40% Funktionalität. Höchstens. Teilweise ausgeschlachtet. Ausgeschlachtet und dann entsorgt. Ein Schrottkasten. Okay, ich glaube, hier war nichts weiter. Wenn ich jetzt das eine oder andere übersehe, ist es auch egal. Hier ist bestimmt was drin. Nehmen wir mit. So, ohne Waffe läuft es dann doch ein bisschen besser. Ups.
Schwarz hinter uns. Dann stecken wir jetzt unwiderruflich drin. Das Positive daran ist, dass sich niemand von hinten an uns heranschleichen kann. Richtig. Also ihr merkt schon, das ist eine ziemlich coole Mission. Also ich finde die Mission sehr cool. Habe ich so nicht erwartet, dass die Loyalitätsmissionen so geil werden. Sackgasse hinter der Tür. Es muss einen anderen Weg geben. Hinter uns, oben. So. Hallo, halt die mal fest da. So, hier müssen wir dieses Luftgitter wieder kaputt machen. Wie kommen wir da rauf? Moment, da ist Klettern? Eine Entlüftung. Die können wir sprengen. Woher wissen Sie das? Durant hat es erwähnt. Wie gesagt, sie studiert Tech. Ja, und wann hat Varant dir erzählt, dass sie auf einem Catschiff gefangen gehalten wird, du Schnarchnase? Ja, ganz offensichtlich ein Fehler, der uns aber nicht weiter stören soll. Kaum zu glauben, dass sie so ein großes Schiff verstecken konnten. Das liegt an der Strahlung und den Trümmern. Jeder halbwegs vernünftige Mensch macht darum einen großen Bogen. Aha. Nochmal einen Blick zurückwerfen, ob da irgendwas liegt noch. Ich glaube nicht. Achtung, sie kommen zunehmend besser zurecht. Ja. Okay. So macht man das. Sie sind eingeschlossen. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Erschießt sie! Dass die da so zappeln müssen. Das nervt ein bisschen. Scheiße. Wir kümmern uns um die Tür. Sie kämpfen. Ja, ich versuch's. Dieser Ort macht ihnen zu schaffen. Gut, gleiche Voraussetzungen für alle. Sind alle ziemlich in Deckung. Boah. Wer ist hin? Alter, die bewegen sich so unvermittelt. Jetzt davon, du schildentziehender Piratenarsch. Hey, bleiben wir konzentriert, ja? Nur noch der eine da, glaube ich. Endlich mal ein Kopfschuss. War es das, oder? Nein, ein Sniper. Noch einer. Ich hänge. Pathfinder, Grace arbeitet an der Abregelung. Danke für die Chance. Sehen wir uns mal ein paar Daten an. Sehen Sie eine Steuerzentrale oder Konsole in dem Raum? Ihr Sam soll mir einen Scan davon schicken. Okay, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Da brauchen wir nicht großartig rumsuchen, wenn ich hier weiterkomme. Genau, hier sind wir schon richtig. Sende-Scan-Ergebnisse. Dachte ich mir. Kellett hat die Energie umgeleitet. Kein Problem. Hier sind zwei Zugangspunkte, zu denen Sie gehen müssten. Ich synchronisiere alles, wenn Sie sie aktivieren. Okay. Vorwärts, Team. So. Behälter erstmal. Oder erster Zugangspunkt. Und was zu lesen. Systeme. Telebetriebs-Override Kellett-Görting. Transkription angaranisch. Beginn des Logs. Ihren Müll ausschlachten, aber die Strahlung hier muss es gegrillt und vom Kurs abgebracht haben. Das hier bedeutet Macht. Ist doch egal, wenn die Hälfte davon verstrahlt ist. Es ist immer noch 100-mal besser als das Schiff, das wir hatten. Ja, du hast recht. Wir bekämen eine Menge dafür, wenn wir es verkaufen würden. Und danach würden wir als Plünderer weitermachen wie Tiere. Schussgeräusche. Oder wir töten damit alle, die uns je schlecht behandelt haben. Bist du dabei? Dann bring die obersten drei Fehlfunktionen in Ordnung. Mehr brauche ich nicht. Zum ersten Mal habe ich Macht. Ja. Dann haben wir Schiff Ragirakas 3 Neustartbericht. Ja, nichts Großartiges. Fortschritt erzielt. Der nächste. Und so haben sie sich das Schiff unter den Nagel gerissen. Der Typ hat dieses verlassene Schiff wieder flott gemacht und verschwendet es jetzt mit Raubzügen? Nicht jeder will wirklich was aus sich machen.
Ja. So, hier ist die nächste Konsole. Navigation, Telemetriebs-Override, Kellett Görting. CAT-Steuerungsinterface mit angaranischen Komponenten. Ich registriere angaranische Shuttle-Protokolle. Abschussliste. Yarahin tot. Vergeltung, weil er mich aus seiner kleinen Händlergruppe geworfen hatte. Hätte gern sein Gesicht gesehen. Habe für Kapitulation kurz pausiert und ihn dann gerammt. Hecksteuerung verloren. Der Wonak tot. Seine dämliche Gruppe hielt sich immer für was Besseres. Konnte sich nie meinen Namen merken. Jetzt ist es zu spät. Waffeneinsatz hat Kern belastet. Wer auch immer ist auch tot. Wer war das? Egal. Habe gedroht, seine Crew zu erschießen, wenn er den unabgeschirmten Kern nicht repariert. Habe trotzdem geschossen. Talents meckern, dass sie Arbeiter brauchen. Okay, dann wird jetzt eben gesammelt. Days und Crew, Aliens, sehr geschickt, vielleicht Lösegeld, brauche Gravitationssteuerung. Verant und Crew, schon von ihr gehört, Lösegeld, vorher Reparaturen. Ja, also ganz ehrlich, der Typ hat echt ein Problem. Der setzt halt quasi für alles hier das Schiff aufs Spiel, macht es ja selbst kaputt. Bergungsoperation braucht Panzerung, Handel abgebrochen, Triebwerke repariert, das Schiff muss funktionieren. Sieht gut aus. Abriegelung wird gleich aufgehoben. Und wir wissen ja ein wenig über diesen Kellett. Der Typ ist extrem reizbar. Und dieses Schiff hat ihn definitiv gefährlich gemacht. Ich kenne die Sorte. Kleiner Mann, große Knarre. Ich habe Zugriff auf das bestehende Sicherheitssystem. Türsteuerung und Kameras. Westy, schon dabei. Behalten Sie die Monitore im Auge. Die Monitore. Da ist Verant. Und was soll das? Sie haben auch Menschen eingesperrt. Ihre Zeiteinschätzung war falsch, Liam. Kellett wollte die Initiative nicht bald angreifen. Er hat es bereits getan. Pathfinder, wir müssen das beenden. Ich arbeite daran. Ja, also wir scannen jetzt nicht alle Monitore, weil die geben uns eh keine Punkte. Haben wir den Behälter noch nicht leer gemacht? Gehen mal weiter. Ja, und sie haben menschliche Gefangene. Interessant. Okay, offenbar hat sich das Schiff wieder gedreht, beziehungsweise nicht das Schiff. Runter von meinem Schiff. Sondern die Gravitation und wir... Orgi? Bin noch da. Wir finden einen Weg zu den Gefangenen. Und wir stehen Kopf, sozusagen. Das ist der Frachtraum. Schon wieder. Was soll das heißen? Ihr könnt sie nicht sehen. An alle, bereit machen. Bin schon sehr gespannt auf ihn. Pathfinder, die Tür da oben. Sie war vorhin blockiert. Wie sieht's aus, Bradley? Negativ. Sie müssen scannen und eine manuelle Lösung finden. Ja. Also wir müssen da oben irgendwo hin. Da oben ist irgendwo eine Tür. Wir gucken uns aber eben erstmal um hier. Und dass Liam August Bradley Orgi nennt, das ist schon ziemlich Knaller, muss ich sagen. Mich wundert, dass das... Orgi ihn noch nicht zurechtgewiesen hat. Von wegen Respekt und so. Ich meine, bei uns hat er sich jetzt noch nicht so angestellt, aber ich habe beispielsweise in das... Alles okay, Orgi? Wir machen eine kurze Pause. Genau. Wir hacken gerade mehrere Systeme, während wir auf einem Schiff parken, das durch ein Trümmerfeld rast. Das bedeutet, dass alles in Ordnung ist. Richtig. Ich habe bei der Tali nämlich in das Let's Play mal reingeschaut. Wenn wir das hier verschieben, können wir die Tür vielleicht erreichen. Suchen wir die Steuerung. Ja, die Steuerung ist da oben. Ja, und Itali hat sich die N7-Rüstung gekräftet. Und durfte sich von August Bradley einen Vortrag darüber anhören. Dass man sie sicher nicht einfach so anziehen darf. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Das ist übrigens ein bisschen nervig an der Mission. Hier so ein bisschen hakelig ist. Alter. So. Überwache noch immer ihre Kameras. Kellett hat Leute im Gang hinter dieser Tür. Und die Gefangenen? Hinter ihnen. Ich tue, was erforderlich ist. Alter, ich bleib hier überall hängen, ne?
So. Warte mal, haben wir hier... Da ist ein Terminal und da ist ein Terminal. Warte mal. Hier ist ein Terminal. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, Bergungsliste, Ergänzung, Eintrag 453. Gunjon berichtet, kann diese CAT-Datenbank nicht korrekt aktualisieren. Habe das menschliche Shuttle ausgeschlachtet, das wir geändert haben. Hier das Gesamtergebnis im Vergleich zu den Betriebskosten für diesen Müllhaufen. Schilde erforderlich, Nettogewinn 0. Kann, Kern muss überholt werden, Nettogewinn 0. Erfüllung all ihrer Wünsche, Nettogewinn 0. 0, 0, 0, 0. Immer nur 0. Verdammt. Ihr Plan hat viel versprochen, aber wir haben noch kein einziges Mal Geld gesehen. Wenn sich das nicht ändert, bin ich raus und ihre Arbeiter nehme ich mit. Aha. Steht auch also auch unter Druck, der gute Kellett. Devin Jas berichtet, wurde befördert, weil Kellett sagte, dass ich am loyalsten bin. Natürlich bin ich das. Und wenn dieses Schiff uns eines Tages reich macht, erhalte ich meinen Anteil. Kellett hat's versprochen. Ja. Als erstes werden wir die Leute los, die von Anfang an gegen Kellett waren. Gunjons Stiefel passen wie angegossen. Okay. Ja, so kommt's auch noch. Das bestätigt, dass Kellett hinter unseren Leuten her war. Vielleicht Exilanten. Wer immer seine Ziele sind, es reicht nicht, um dieses Schiff am Laufen zu halten. Er erledigt jeden, der ihn in Frage stellt. Und wer übrig bleibt, ist genauso mies wie er. Ja, und so stellt man sich halt Piraten vor. Loyalität kannst du ziemlich vergessen da. Also, wenn man jetzt dem Klischee glauben mag. So, dieser Kran hat sich bewegt und ich glaube, wir können jetzt durch diese Tür. Es geht los! Ich glaube aber auch, dass wir hier Feindkontakt gleich haben werden. Deswegen suchen wir mal eine gute Position eben. Da. Sie erhöhen den Druck! Kellett kriegt langsam Schiss. Weiter so! Das war nichts. Das ist, als würde man in einer umgestürzten Spielzeugkiste kämpfen. Schluss mit den Vergleichen! Da drüben ist so ein Vieh, aber da kommt man so nicht ran. Aber das können wir... Genau. Ah ne, das war ein Typ. Das sah aus wie so ein Vieh. Und jetzt schieße ich immer daneben. Komm wieder vor. Ein Saboteur ist das. Die sind ziemlich hartnäckig, die Saboteure. Alter. Manchmal wünsche ich mir echt eine Maus. Wie viele Piraten hat dieser Kerl eigentlich? Es ist ein großes Schiff. Da lockt die Aussicht auf leichte Beute. Ich glaube, der war schon weg. Ey, ey, ey! Ey, Hammer! Hat nicht reagiert gerade. Boah, braucht der viele Schläge. Und dieser Hammer ist so ziemlich das stärkste die stärkste Nahkampfwaffe, die wir haben zurzeit. Das war der letzte. Also da sieht man mal, dass sie doch einiges aushalten. Diese komischen Piraten. Okay, so, schauen wir uns noch mal kurz um. Ach, wir müssen zur Tür hoch, ne? Ich glaube, hier ist auch nichts mehr weiter. Deshalb halten wir uns gar nicht lange auf. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da hochkommen. Klopf, klopf. Wer ist da? Oh, ich hatte nicht erwartet, dass Sie tatsächlich drauf einsteigen. Niemand mag diese Witze. Völlig richtig. Besonders dann nicht, wenn sie von Liam kommen. Ah nein, nicht wieder runterfallen. Nicht wieder runterfallen. Perfekt. Da drüben, ist das eine Tür, die offen ist, oder? Oh ja. Aber, nee, warte mal, von da sind wir gekommen. Oder? Da ist auch eine Tür, da kann ich aber nicht erkennen, ob die offen ist. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hinlatschen will. Warte mal, ich gehe mal nochmal ein bisschen dichter ran. Nee, da kann ich nichts erkennen. Hier sehen wir es ja eindeutig, dass dieser Penippel. Ja, Liam, danke, dass ich dir auf den Arsch gucken durfte. Okay, wir gehen weiter. Ah!
Ach Mann, ich möchte die Tür öffnen. Langsam haben wir den Bogen raus, stimmt's? Jo, so sieht's aus. Schalte die Energie für die Tür vor Ihnen ein. Das verriegelt allerdings die hinter Ihnen. Wir drehen sowieso nicht um. Sie wissen schon, dass wir bisher viel Glück hatten. Auf manche Dinge muss man sich einfach verlassen. Können, Entschlossenheit, Verbündete. Das alles haben. Vor allem können. Sie haben sich im nächsten Raum verschanzt, Pathfinder. Ein Scharfschütze, okay. Vielleicht zwei. Und Käfige, glaube ich. Danke für die Warnung. Ach du Scheiße. Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Ja, ich bin dabei. Wo ist er jetzt hin? Ist erledigt? Noch mehr Tierchen. Bewegung. Ja, ich seh's. Da ist noch ein Scharfschütze. Da unten. Der Saboteur. Scheiße. Ah, den können wir mit Biotik nichts anhaben, den Saboteur. Wo verstecken die sich? Aber jetzt noch mindestens ein Scharfschütze. Da. Na komm, raus da, du Arschloch. Ah, das bringt nichts. Doch, das hat was, oder? Ne. Naja, ist so weit weg. Oh, Überreste. Jetzt zieht er, der Arsch. Okay. Na komm. Ich stehe jetzt hier, ganz offen. Der ist aber nervig. Schnauze voll hier. Die Tür ist offen, Pathfinder. Haben wir gehämmert? Ich will noch mal unten gucken eben. Bin hier noch einfach zu scannen ist oder so. Sieht man jetzt aber nicht danach aus, als wäre hier noch irgendwas Großartiges. Dann ab durch die Mitte. Und da wartet Großes auf uns. Nämlich zwei Mechs. Und ich glaube, es sind die... Ah, scheiße, kann ich so nicht sehen. Sind das die Gefangenen da hinten? Ja, das scheinen Gefangene bei zu sein. Okay. Jetzt wechsle ich mal die Waffe. Und? Wir müssen da rein und ihnen helfen. Ja. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich habe ja diesen Cobra-Raketenwerfer eingepackt. Den habe ich übrigens auch beim ersten Mal dabei gehabt, ohne das eben zu wissen und war echt glücklich darüber. Und wir erwischen sie beide. Geil. Sehr geil. Also, dieser Cobra-Raketenwerfer ist echt heftig. Hat jetzt natürlich den Kampf arg vereinfacht. Ich muss wissen, was auf der anderen Seite dieser Tür passiert ist. Denn normalerweise dauert der Kampf wesentlich länger. Beim ersten Mal habe ich nur einen erwischt übrigens. Und musste mich mit dem zweiten dann eben noch ein bisschen länger beschäftigen. Und der war ganz schön hartnäckig. Ja, hier gibt es Dinge zu scannen auf jeden Fall. Und hier haben wir eine Iridiumstruktur. Diese massive Iridiumstruktur entstand möglicherweise durch Kontakt mit der Geißel oder sonstige unbekannte Vorgänge. Kellet war vermutlich nicht in der Lage, sie zu verarbeiten. Sie ist kostbar, aber nicht für Reparaturen nutzbar. Ja, die er offensichtlich hier... Ja, am meisten braucht die Reparaturen. Da ist noch was.
Titanstruktur. Diese ungewöhnliche Titanstruktur entstand möglicherweise durch Kontakt mit der... Ja, also genau das Gleiche. Sie ist zu massiv und für ihn nicht vom Nutzen. Haben wir noch was? Alter, mir wird gerade krass warm. Warte mal, von wo sind wir gekommen? Von da, ne? Ist die Tür offen? Ne, die Tür ist nicht offen. Da drüben vielleicht? Die scheint offen zu sein. Die Gravitationsschwankungen haben alles durcheinander gebracht. Kellett wird nicht rechtzeitig liefern. Können. Typen wie den gibt's haufenweise. Einer nach dem anderen. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, dann zu diesem Interface da. Hallo? Jemand da draußen? Wir sind hier. Gehören Sie zur Initiative? Woher kommen Sie? Handelsschiff aus Kadara. Sind Sie von der Nexus? Handelsschiff aus Kadara. Interessant. Scott Ryder, Pathfinder von der Hyperion. Heilige Scheiße. Eine Arche ist gekommen. Liam, was machen Sie denn hier? Ich wollte nicht, dass Sie wegen dem sterben, was ich Ihnen gesagt habe. Ich hätte es niemals verraten. Spielt aber auch keine Rolle. Kellett hat keine Fragen gestellt. Er hat Sie hier eingesperrt, genau wie uns. Wir sind nur Arbeitskräfte. Das halbe Schiff ist unser Werk. Wir hatten Hilfe, um bis hierher zu kommen. Und wir brauchen weiterhin welche. Können Sie diese Tür öffnen? Ich glaube, Dace hat an diesen Systemen gearbeitet, bevor das alles passiert ist. Moment! Ich habe den Override, aber wir brauchen Energie. Das Problem ist auf der anderen Seite. Haben Sie gehört? Können Sie die Energie auf Ihrer Seite einschalten? Sind dabei. Wir holen Sie raus. Orgi, haben Sie das alles mitgekriegt? Koriana, können Sie Ihnen einen Weg freimachen? Mit Vergnügen! Da sollen wir jetzt also... Ah, das ist die Tür, die gerade verschlossen ist. Ich dachte, wir mussten hier durch. Irgendwie. Okay, da müssen wir halt da lang. Ja, Dace scheint eine der Exzellenten zu sein. Also eine Exzellentin. Es gibt ein Problem. Dace sagt, der Override öffnet nur das Schloss. Und das heißt? Bei normaler Gewichtsverteilung öffnet sich dann die Tür. Aber sie steht auf dem Kopf. Sie wird also von der Gravitation festgehalten. Haben Sie gehört, Orgi? Gravitation! Verstanden. Koriana, wir haben die Kurzschlüsse beseitigt. Könnten Sie vielleicht... das Ding drehen? Okay, Pathfinder. Sie haben den Schalter. Energie, Override und festhalten. Okay, da scheint der Schalter zu sein. Und dann drehen wir die... nicht das Schiff, sondern die Gravitation wieder auf die richtige Seite. Wie auch immer das funktionieren soll. Hier wird nicht gepfiffen. Richtig. Schade. Eigentlich müsste man dir mal eine baxen. was mir gerade aufgefallen ist, Verand ist, glaube ich, eine Angara. Und ich meine, die hat die gleiche Synchronstimme wie Addison. Die spricht ein bisschen anders, aber ich glaube, es ist definitiv die gleiche Synchronstimme. Wir haben den Boden. Okay, Kellett aufhalten, damit er keine Bedrohung mehr darstellt. Und wir sind wieder richtig rum. Ja! Meine Damen und Herren, Ihr Reisefahrzeug wartet an der nächstgelegenen Luftschleuse. Scherzkeks. Grace führt die Evakuierung durch, aber wir müssen verhindern, dass Kellett uns verfolgt. Wo ist er? Maschinensteuerung. Hinter dem Bereich, wo die Gefangenen waren. Okay, die letzten paar Meter, bevor wir Kellett ein Ende machen. Nach all dem habe ich nur eins zu sagen. Ich bin stolz auf all unsere Leute, Pathfinder. Gehen wir es an. Ja, Scherze hätte ich jetzt Bradley gar nicht zugetraut. Wir werden uns auf Prodromos mit dem demnächst nochmal unterhalten müssen, würde ich sagen. Da war der bisher ganz anders. Orgi. Wir nennen ihn dann auch Orgi. So, was haben wir hier noch? Ja, diese scheiß Solarstrahler.
Die sind einfach überall, die Dinger. Und die können wir immer wieder scannen. Aber die bringen keine Punkte. Von daher können wir uns das auch sparen. Ist da noch irgendwo eine Kiste oder so? Oh, ich dachte, wir fallen runter, aber es ist nur Glas. Da müssen wir hin. Aber hier ist doch mit Sicherheit noch was. Jawohl. Ja, das mit dem Max, das ging natürlich total easy. Mit diesem Cobra-Raketenwerfer. Geiles Teil. Leider aber ziemlich rar. Also ich hatte nur eine davon. Wird abgeschossen mit dem Universalwerkzeug. Die Tür ist zu. Okay, dann würde ich sagen... Schlagen wir mal die Richtung ein. Gut, nehmen Sie sie mit. Ich werde sie finden und ihr Zuhause niederbrennen. Er labert zu viel. Mein Tail und Wing wird Ihnen keinen Schlaf mehr gönnen. Worüber beschwert er sich? Wir haben ihn doch wieder richtig hingestellt, oder? Okay. Ich glaube... Eingebaute Kühlsysteme? Override! Ich könnte mich vielleicht doch für diesen Plan erwärmen, Liam. Okay. Ich auch. Okay, das war Orgi, glaube ich. Die Koordinaten von Eos ein. Was soll das heißen? Es reagiert nicht. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch Überreste. Die man hier übrigens schleunigst einsammeln sollte. Alles in den Maschinenraum. Ja, das auch. Mir egal, ob es gerade frisst. Ob es frisst? Was? Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was er meint. Ich glaube, hier ist nichts weiter. Nur wieder ein scheiß Solarstrahler. Sonst ist hier nichts. Na gut. Ah, ja. Okay. Leite jetzt die Energie zum Öffnen der Türen vor Ihnen um. Hoffentlich haben Sie keine Zweifel. Wir sind alle dabei. Genau wie die Initiative. Die Tür war doch schon offen. Okay, da ist irgendwas hinter, was frisst. Dann mal los. Ich habe ein großes Schiff und werde trotzdem nicht respektiert. Also gut. Es muss nicht so enden. Niemand nimmt mir je wieder etwas weg, Pathfinder. Ich werde sie eigenhändig töten. Kannst du gerne versuchen. Kellet hat ein Haustier. Und einen Schild, der seine Energie direkt aus dem Antriebskern bezieht. Halten Sie durch. Wir versuchen, ihn zu hacken. Wir haben eine Schwachstelle gefunden. Gehen Sie zu der markierten Konsole. Ach du Scheiße. Sie hacken seinen Schild Port für Port. Sie schaffen das, Pathfinder. Ja, super. Dieser Konsole, Pathfinder. Sie haben sie gehört. Ja, aber erstmal müssen wir das Haus hier loswerden. Wie ich dieses Schiff gefunden habe. So wie ich auch sie kriegen werde. Nein. Okay. Das war mein Koloss. Das alles gehört mir. Halten Sie sich jetzt. Der hat echte Probleme, der Typ. Dafür hart. Hier herrsche ich. Er ist durch ein Schild geschützt. Nehmen Sie sich die Konsole vor. Verstärkung. Sofort! Treffen müsste man. Halten Sie sich etwa für hart? Hier herrsche ich. Oh, du Mistvieh. Der hämmert.
Na, super. Der ist hin. Da kommen wieder diese verdammten Köter. Hier herrsche ich. Wir machen Fortschritte. Aber Kellet bekommt immer noch Energie. Was jetzt? Kleinen Moment. Wir suchen nach einer weiteren Schwachstelle. Beeilen Sie sich! Auch erledigt. Liam, ich glaub, sehen Sie sie. Die zweite Konsole. Legen wir ihn lahm, Pathfinder. Okay, ich muss mal Sniper rausholen. Pathfinder, geben Sie einfach auf und sterben Sie. Setzt die Adi ein. Setzt alles ein. Sie werden seine Schilde hacken. Ey, ich treffe nicht mehr. Aber dafür müssen wir an die Konsole. Ja, wir müssen aber zur anderen Konsole. Ist hier irgendwo Munition? Das ist ja geil. Da, perfekt. Erbärmlich, so, wo ist die Konsole? Geben Sie einfach auf und sterben Sie. Sie werden seine Schilde hacken. Aber dafür müssen wir an die Konsole. Ja, war ich doch schon. Räumt die Lager leer. Werft ihnen alles entgegen. Dann nehmen mit dem Hammer. Und machen ihre Leute zu dem, was ich war. Oh, der hat mich erwischt gerade. Hä? Jetzt aber. Ja, okay, das ist die falsche Waffe. Sehr gute Arbeit, Liam. Ihre Leute zu dem, was ich war. Nichts. Auch hin. Da hinten. Hören Sie auf zu kämpfen. Sie sind ein Nichts. Ja, du bist selber nichts. War's das? Ich habe übrigens. Antriebskernenergie umgeleitet. Ja, oh. Das war sein Schild. Kellets Schild ist unten. Schnappen Sie ihn sich, Pathfinder. Ja, dann holen wir uns den jetzt. Alle sofort zum Maschinenraum. Jeder Einzelne. Nein. Nein, nein! An alle! Ich hab jetzt. Übrigens einen Skill, der alle Fähigkeiten auflädt, wenn wir einen Kill gemacht haben. Und das Geile ist. Nein! An alle! Tötet sie! Geil ist, wenn wir mit Biotik einen killen, dann wird es auch sofort aufgeladen. Das ist ziemlich cool. Ach, das ist eine Erweiterung, glaube ich. Eine Mod ist das. Für unsere Rüstung. Niemand nimmt mir etwas weg. Also nichts. Aktiviert. Okay, wo ist der letzte? Wo ist denn der Boss? Ach da. Nein, doch, 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 doch. Tötet sie! Du wirst gehämmert. Er ist erledigt. Kümmern wir uns um den Rest. Wo ist der Rest? Hier. Noch jemand? Das hat er nun davon, dieser Narr. Sind bereit zur Evakuierung, Pathfinder. Kommen Sie zur Luftschleuse, wenn Sie soweit sind. Nehmen Sie sich nicht zu viel Zeit. Mir gefallen die Reaktoren nicht. Wie alles andere. Überbeansprucht.
Ja, also umgucken brauchen wir uns jetzt nicht mehr großartig. Ich glaube, hier war nicht besonders viel, beziehungsweise ich glaube, hier ist gar nichts Großartiges. Vielleicht nur das eine oder andere zum Scannen. Jederzeit, Pathfinder. Sind bereit an der Luftschleuse. Ja, ja. Bald gleich bin ich soweit. Okay, wir sind soweit. So, wir haben den Penner erledigt jedenfalls. Erzählen Sie mir nicht, dass ein Standard-Shuttle so andocken kann. Ich hab's gesehen. Erzählen Sie es nicht weiter. Da sind Sie ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Orgi. Wir haben alle gerade noch rechtzeitig rausgeholt. Das Innere des Schiffs ist mittlerweile völlig verstrahlt. Moment, da will sich noch jemand verabschieden. Danke, Liam. Ich hatte nicht erwartet, was immer das war. Sie haben ihn selbst ordentlich eingeheizt. Mag sein, aber es ist gut zu wissen, dass einen seine Freunde nicht im Stich lassen. Und deren Freunde. Wir bringen die Leute dahin, wo sie hin müssen. Die meisten wollen nach Prodromos. Verand sagt, wir kriegen vielleicht einige Angara. Das sind gute Nachrichten. Ja, klingt spannend. So, hier kommen wir jetzt zu einem Punkt, da habe ich mich ein bisschen geärgert bei der ersten Aufnahme. Ich habe das so verstanden, wir kriegen einige Angara, das sind gute Nachrichten. Und ich habe dann gesagt, ja, dann halten wir die Angara fest, ja, wir sollen sie gut behandeln und so weiter und so fort. Tatsächlich bedeutet das aber, dass Verand oder Verand festgehalten werden soll, also in Haft quasi genommen werden soll. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Keine Umwege. Wir haben viel durchgemacht, um alle in einem Stück rauszuholen. Wird gemacht, Pathfinder. Liam, beim nächsten Mal spielen wir aber nur Karten. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Da ist einer sauer. Verständlicherweise. Das lief doch ganz gut. Alles in allem. Eins noch, bevor Sie loslegen. Es tut mir leid. Ich habe Mist gebaut. Wir haben zwar gewonnen, aber es war knapp. Trotzdem war es das wert. Sie haben Verand gezeigt, dass Pathfinder nicht nur ein Wort ist. Ich sollte aber weniger Risiken eingehen. Kurzum, Sie haben recht. Okay, jetzt Sie. Okay, ja, ich habe gerade gesehen, Videoclip gespeichert. Das ist die PlayStation-Aufnahme gewesen. Ich hoffe, dass meine Elgato-Aufnahme einwandfrei ist, denn sonst hätte ich die Folge nicht komplett. Wie dem auch sei. Ja, Scott schaut jetzt schon ein bisschen versöhnlicher. Allerdings sieht er verdammt alt aus in dieser Einstellung. Wir hatten Spaß, oder? Ich fand die Mission sehr, sehr geil. Gut gemacht. Ist das Ihr Ernst? Ja, obwohl ich mir Schöneres vorstellen kann, als im All zu baumeln. Verstehe ich. Denken Sie, das Ding würde den Sprung zur Nexus überstehen? Wahrscheinlich nicht. Ja, sehr geile Mission. Schade, dass ich die erste Aufnahme nicht hatte. So, Loyalität errungen. Ryder hat sich Loyalität von Liam verdient. Die Rang 6 Fähigkeiten von Liam sind jetzt freigeschaltet. Sehr schön. Ja, schade, dass ich die Originalaufnahme eben nicht hatte. Das ärgert mich selber tierisch, weil, ja, die war einfach noch besser, weil ich halt viel mitgelacht habe und so. Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen untergegangen. Aber lässt sich leider nicht ändern. In der nächsten Folge läuft es wieder anders. Und für diese Folge sind wir erstmal durch. Ich denke, wir werden als nächstes zur Nexus zurückkehren. Wir haben da auch noch ein paar Aufgaben zu erledigen, bevor es dann nach Aya geht, um dort dieses Reliktgewölbe aufzusuchen. Ich bedanke mich an dieser Stelle
fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao, ciao.